Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Prey. Es geht weiter. Wir sind in der Lobby und es geht ins Shuttle Dock. Dort werden wir wahrscheinlich Dahl begegnen. Okay, und irgendwas klingt hier sehr, sehr unfreundlich. Gehen wir weiter. Ja, wir sind jetzt kurz vor Ende, glaube ich, der Story. Ich bin so ein bisschen aufgeregt. Ich habe mir sagen lassen, dass ich vielleicht noch eine Stunde, anderthalb Stunden bräuchte wahrscheinlich. Und ja, weiß nicht, das sind immer so die Momente bei einem Let's Play, wo ich zum einen ja froh bin und mich freue auf das Ende und denke, okay, geil, ich will wissen, was jetzt passiert. Andererseits denke ich mir immer so, ha, Mann, super lange Reise gewesen, super coole Reise gewesen. Vor allem, wenn man sich die verschiedenen Stationen mal anguckt, wie man, in welcher Verfassung man auch war, ja, dass man vom Gejagten irgendwann auch ein bisschen zum Jäger wurde, dass man vom Menschen ein wenig zum Mutanten geworden ist, dass man mittlerweile super viel Leben regeneriert und dass man als super netter, lieber Mensch angefangen hat und dann immer mehr über die Vergangenheit aufgedeckt hat und jetzt sogar gegen andere Menschen kämpft. All das sind Punkte, ja, das ist halt geil. Das ist interessant und irgendwie ist es immer schade, wenn man bei so einer Reise dem Ende entgegentritt. Das ist genauso wie bei Horizon Zero Dawn, wo ich es ebenfalls sehr schade fand. Beantragen neuen Operator. Okay, wie? MCN9 Blackbox Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Okay, das war heftig. Beantragen neuen Operator. War dieser Raum nicht komplett? MCN9. Oh nein, es ist ein. Oh nein, bitte nicht so ein Operator. Operator bereit zum Einsatz. Ah! Bitte machen Sie die Öffnung. Warnung. Anzug wurde beschädigt. Okay, mein Anzug, dem geht's nicht mehr so gut. Beantragen neuen Operator. Okay, die Dinger kommen hier einfach in Dauerschleife. Okay, das ist jetzt egal. Alter Falter, wie viel Psi stellen wir bitte wieder her? Bitte machen Sie die Öffnung frei.
Beantrage neuen Operator. Beantrage neuen Operator. Also theoretisch kann man sich hier unendlich viel Munition beschaffen. Der neue Blackbox Operator bereit zum Einsatz. Bitte machen Sie die Öffnung frei. Okay, nochmal hier Psi aufladen. Und dann geht's richtig weiter. So, hier gehen wir jetzt vorbei. CN9 Blackbox Operator bereit zum Einsatz. Okay, Leute. Sogar der hat diese komischen Bolzen hier. Ich weiß, da war ein PC, den gucken wir uns gleich an. Da als Frachtraum. Vorsitzender des Transstar-Vorstands. Ich benötige Ihre Zugangsdaten, um diese Mission zu autorisieren. Natürlich. Mein Authentifizierungszeichen lautet Zeta Invictus Imperator Tangerine. Zeichen korrekt. Guten Morgen, Direktor Yu. Das Shuttle ist bereit und im Orbit. Erwarte Missionsparameter. Sie werden sämtliche Elemente von Technologie und Forschung der Stufe Kobalt an Bord der Talos 1 sichern und danach das gesamte Transstar-Personal eliminieren. Das gesamte Personal? Keine Überlebenden. Das ist Ihre Show. Und deren Begräbnis. Die Bezahlung erfolgt auf 6 separate Benelux-Konten, wenn Sie uns über Ihren Erfolg unterrichtet haben. Ich lasse meine Operator-Feeds an. Warten Sie einfach ab. Wir raten Ihnen dringend, zuerst Ihren Techniker an einem Stationsrouter innerhalb der Firewalls abzusetzen. Der ideale Ort wäre der Außenbereich der Station, bei den Kraftwerksstromnetzen. Ja, ich habe mir die Pläne angesehen, Mr. Yu. Auf Wiedersehen. Zerstören Sie diese Übertragung nach dem... Okay. Was in aller Welt? Warum befiehlt der Kerl den Tod seiner eigenen Kinder? Was in aller Welt soll das? Okay. Ansonsten, der Kerl, Dahl, ist auf jeden Fall nicht drin gewesen und ist in gewisser Weise auch nur jemand, der Befehle ausführt. So ein bisschen wie Alex Yu. Also so gesehen sind die beiden nur Mittelsmänner. Die haben selbst nichts, irgendwas, was großartig... Weiß nicht. Ich meine, der Charakter von denen... wird dadurch bestimmt, also der eine ist durch Neuromods versessen darauf, beziehungsweise getrimmt darauf, uns zu killen. Und der andere, ja, hat quasi seine gesamte Identität durch uns. Wir sind das Mastermind hinter Alex Yu. Okay, jetzt schauen wir mal, was hier im Außenbereich auf uns wartet.
Ich meine, oder hoffe zumindest, dass die Drohnen uns dann nicht attackieren können. Wobei mit unseren schönen Fähigkeiten und unseren Typhon-Fähigkeiten ist auch eigentlich das nicht mehr wirklich ein Problem. Da kriegen wir die Drohnen locker platt. Ja, ich versuch's irgendwie hinzubekommen, dass ich hoffentlich am Sonntag das Finale auch oben hab. Meine Operationen sind als Personalkosten in der Transstar-Buchhaltung getarnt. Tja, ich löse Personalprobleme. Ihre Kollegen, die sich im Frachtraum verstecken, werden in wenigen Minuten ersticken. Vielleicht können sie sie retten. Aber dafür müssen sie ihr Loch verlassen, Ratte. Lebenserhaltung. Die Uhr tickt. Morgen. Dahl hat den Sauerstoff zum Frachtraum abgedreht. Mir sind hier die Hände gebunden und die Türen reagieren nicht. Die Atmosphärenkontrolle ist in der Lebenserhaltung. Wenn Sie helfen können, dann schnell. Oder... Okay, ganz kurz. Moment. Zum letzten Mal. Miss Alazar hat zu Recht Angst, obwohl ihre Einschätzung falsch ist. Dahl manipuliert das Sauerstoff-Stickstoff-Verhältnis. Wenn Stickstoff ausströmt, werden alle im Frachtraum wesentlich schneller sterben, als wenn er nur den Sauerstoff abgedreht hätte. Ich schätze, sie wären schon tot, wenn Dahl nicht versuchen würde, sie zu manipulieren. Okay, also, Moment. Gut, gehen wir zum Sauerstofffluss-Kontrollraum. Entweder der hat jetzt eine mega fette Armada drin. 15 Minuten Zeit ist halt schon irgendwie komisch. Ah! Anzug wurde beschädigt. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Er attackiert mich hier im Weltall. Oh, zisch ab, du kleiner, mieser Militär-Operator. Oh, ganz knapp. Ich glaube, wir haben nur noch 3 Anzugsintegrität oder so. Bitte lasst uns jetzt noch einen Technik-Operator finden. Warum zur Hölle können überhaupt unzählige Militär-Operator angefordert werden? Wäre ein bisschen hilfreicher, wenn wir jetzt nur noch, Technik-Operator und Co. hätten, weil, weiß nicht, wenn du jeden Operator überall rausziehen könntest, warum konnten wir dann nicht überall jeden möglichen rausziehen und er kann jetzt Militär-Operator rausziehen? Finde ich ein wenig schade. Gut, ansonsten, wir helfen natürlich der Crew. Wir helfen natürlich der Crew und dann machen wir erst mit unserer Mission weiter. Okay, ein Medizin-Operator. Diagnostiziere oberflächliche Verletzungen. Nichts, was ein Mädchen heilen könnte. Das dauert nicht lang. So gut danke. Wie neu. Vergessen Sie den Patienten. Oh nein, das ist der Raum mit dem Gas. Feedback ist von unschätzbarem Wert. Sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Ich hoffe, die Glukanone löst hier nichts aus. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie Warnung. Gefährliche Gaswerte. Oh je, wie sieht's denn hier bitte aus? Angriff.
beschädigt. Okay, schnell durchrennen. Lebenserhaltung. Wir sind fast da. Okay, gut. Das kriegen wir aber noch hin. Das kriegen wir alles noch hin, Leute. Alter Falter, ey. So ein Galvanik-Phantom könnte auch ruhig mal gern gegen die verschiedenen Operator kämpfen. Oder die Operator hätten gern gegen die Phantome kämpfen können. So langsam aber sicher wird es mir zu gruselig mit den Operatoren. Die sind viel zu stark. Die hauen einem sowas von die Anzugsintegrität weg. Das ist echt nicht mehr schön. Und die mit der Typhon-Fähigkeit zu erwischen, das ist auch nicht unbedingt immer das Einfachste, weil, ja, es gibt zwar Slow-Mo, aber die Dinger können sich auch ziemlich rasch bewegen und sind auch mal direkt gerne vor dir. Und dann hast du den Salat. Oder nie wieder Salat. Kommt drauf an. Würden die einem wenigstens Leben abziehen primär, aber die gehen ja nur auf den Anzug. Echt nicht geil. Und sobald der Anzug weg ist, ist halt dein Leben auch weg. Naja. Gut, in einem etwas sicheren Raum könnte man vielleicht zusehen, dass man da halt ein bisschen Leben einbüßt, statt permanent den Anzug zu heilen. Das war der Wasserraum. Ich habe sie gefunden. Ja, bleib du aber lieber unten. Pass du da auf. Wir suchen hier was anderes. Das darf doch nicht wahr sein. Er kann einen verdammten Aufzug benutzen, der Kerl. Qualität der Lebenserhaltung unter Standards. Atmosphärische Schadstofffütterung empfohlen. Okay, die haben ein bisschen gepennt. Qualität der Lebenserhaltung unter Standard. Atmosphärische Schadstoff. Alter Falter, what the hell? Was zur Hölle ist hier bitte los? Luft mehr. Sieh diesen Irren. Fertig. Okay, Heckenstufe 4. Was hätte ich denn sonst tun können, wenn ich kein Hecken hätte? Wie ist die Lage? Es ist ein weiterer Operator. Unwahrscheinlich. Ich bin einzigartig. Kaspar? Wer ist Kaspar? Oh Leute, ihr könnt nicht glauben, wie ich angespannt bin, ne? Das denkt ihr doch alle. Mach weiter. Das ist er.
Dahl over. Morgan, Sie haben es geschafft. Ich leite den Transport mit einem Medizinoperator in die Wege. Dann können wir uns um die Entfernung seiner Neuromod kümmern. Und hoffentlich das Shuttle bekommen. Hä, hey, hilft Luther Glass fehlgeschlagen? Was? Das hätte ich doch gar nicht schaffen können. Morgan, hier kommt Luft rein. Ich kann atmen. Da, hoffentlich nicht mehr. Danke. Wenn wir hier noch länger... Egal, Elisa, over. War's das? Ist es das jetzt wirklich gewesen, Leute? Ich muss nämlich sagen, ich bin mit den Nerven so ein bisschen am Ende. Schalte Dahls Techniker aus, der sich irgendwo im Außenbereich findet. Nachdem ich die Koralle für Alex gescannt hatte, wurde der Datentransfer von Commander Walter Dahl unterbrochen, einem sogenannten Berater der Personalabteilung des Transstar-Vorstands. Alex kann sich nicht mit mir treffen, da Dahls Techniker ihn aus dem System ausschließt. Dahls Kommandoshuttle enthielt Informationen zum Aufenthaltsort des Technikers und Beweise, dass Dahls Befehle direkt von meinem Vater stammten. Ich muss diesen Techniker aufspüren und seine Verbindung kappen. Warte auf weitere Anweisungen von Igwe. Okay. Na gut, wo ist Kirk? Das haben wir leider nicht hinbekommen. Der Rest ist jetzt egal. Okay, er liegt hier. Der soll da auch erstmal bleiben, ey. Der soll froh sein, dass er noch lebt. Okay. Speichern. Ich würde mal sagen, an der separaten, an einem separaten Spot mal. Nämlich, weil wir vielleicht auch ein anderes Ende erreichen könnten, wenn wir ihn töten. Wer weiß. Qualität der Lebenserhaltung unter Standard. Atmosphärische Schadstofffilterung empfohlen. Alarm. Reparaturbedarf. Bitte kontaktieren Sie einen Techniker. Weil das ein Militäroperator ist? Ja. Hacken. Ich ruf dir gleich einen Techniker. Ich ruf dir den besten Techniker, den es gibt. Durch Neuromods. Powered by Neuromod. Hacken 4 ist aber echt easy, ne? Na gut, in gewisser Weise, warum sollten sie es schwer machen? Weil du sollst die Fähigkeit ja auch verbessern. Komm mit. Kämpf! Kämpf! Kann der etwa nix? Qualität der Lebenserhaltung unter Standards. Atmosphärische Schadstofffilterung empfohlen. Wow. Der kann echt einfach gar nichts. Hey Dude, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir uns nicht attackieren sollten, oder? Jo, ich glaube, das sind wir. Er hört mir gar nicht zu, aber das passt auch. Oje, oje, oje. Ich will, dass die Anspannung vorbei ist. Also gerade jetzt in der finalen Phase, es ist halt echt schlimm, ne? Ich find's echt schlimm. Ich weiß nicht, wie ist es zum Zuschauen? Seid ihr ähnlich angespannt wie ich, weil ich irre so ein bisschen umher in einem persönlichen Dilemma. Ich weiß nicht, ob ich jetzt kurz vorm Ende bin, was man an Entscheidungen treffen soll, wo man hin soll. Jetzt diese 15 Minuten, die haben mich mega unter Druck gesetzt jetzt. Dass ich mir denke, oh je, oh je, oh je, du musst ja jetzt rüber. Was aber ziemlich geil war, war, dass wir einige Militäroperator einfach fertig gemacht haben, indem wir diese geile Typhon-Fähigkeit verwendet haben. Das ging super flott.
Ja, man hat gesehen, es hat sich definitiv gelohnt, das nochmal für die Schlussphase des Spiels sich zu holen. Ansonsten, gut, ich habe eventuell noch warten wollen, ob Dahl vielleicht was sagt. Dann habe ich mir aber gedacht, nee, das lässt du mal lieber. Du wartest jetzt nicht, dass er dich vielleicht abknallt, weil er hat auch eine Pistole in der Hand. Vielleicht hat er einfach angefangen zu schießen und ja, wer weiß, vielleicht teilt er einen mega krassen Schaden aus. Vielleicht hat er von John Marston gelernt und ist dann super stark. Hatte ich keine Lust drauf. Lieber direkt betäuben, später reden. Diese Scheißdinger sind noch aktiv. Ich fasse es einfach nicht. Dahinter ist sogar noch ein Phantom und das lässt sich einfach attackieren. Geil. Ja, dann mach du mal deinen Job. Da waren noch mal ein paar Neuromods. Funken vermeiden. Bis Reparaturen Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Hat der Raum nicht irgendwie, bevor das anfing mit dem Feuer, hat der Raum nicht irgendwie... Hallo. Warnung. Kommen Sie wegen eines gefährliche Gaswerte entdeckt. Reparaturbedarf. Hat der Raum da nicht die ganze Zeit gebrannt oder so? Oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Okay. Ab in den Außenbereich. Und wisst ihr, was wir machen? Wir gehen als allererstes zum Shuttle Dock ins Shuttle und schauen uns mal seinen Lagerraum an, statt jetzt direkt zum Techniker zu gehen, weil ich wissen will, was sich darin verbirgt. Dr. Yu, Dr. Igwe, wir haben das Subjekt. Dahl und seine Lebenszeichen sind stabil, dank Ihnen. Wir bereiten ihn gerade in der Neuromod-Abteilung vor. Kommen Sie schnellstmöglich her. Oh Mann, das war blöd. Oh je. Anzug wurde beschädigt. Triff Igwe. Ja gut, also... Das hat ja nichts mit der Hauptquest zu tun. Ich hoffe... Das passt alles. Auf zum Shuttle Dock. Denn es wäre natürlich blöd, wenn jetzt die Nebenquests über den Ausgang des Spiels auch nochmal zusätzlich... Ja gut, es entscheidet wahrscheinlich irgendwie schon. Wahrscheinlich würden wir, wenn wir ihn killen würden, einen anderen Pfad nochmal ein bisschen bestreiten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es wird sich am Ende alles nochmal zeigen, aber ansonsten... Ja, ich fände es ein bisschen doof, wenn es über eine Nebenmission quasi endet. Wir haben es auch gesehen, Where's December war auch eine Nebenmission. Hätte genauso enden können, also die Story. Und ja, dann weiß nicht, hätten wir die weitere Hauptstory, glaube ich, auch nicht mehr gesehen, wenn wir da einfach gesagt hätten, ey, wir sind jetzt einfach raus. Wir sind jetzt weg. Wir haben keinen Bock mehr, wir gehen ein bisschen nach Mallorca oder so. Setzen uns da schön an den Strand auf einen Liegestuhl und... Lassen die Talos 1 einfach zurück. Ich glaube, das ist auch so ein Spiel, wenn man den großen Traum hat, irgendwie nicht unbedingt Astronaut zu werden im klassischen Sinne, sondern Astronaut zu werden, der halt andere Planeten besiedelt und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ein perfektes Spiel, um jemanden abzuschrecken, um zu sagen, hey, es könnten zahlreiche Gefahren auf dich warten. Überleg gut, was du dir einfallen lässt. Und worauf du Bock hast. So. Du wirst recycelt. Ihr werdet recycelt. Wie viele gibt's denn von denen? Jetzt mal im Ernst. Warnung. Anzug wurde beschädigt.
Hey, es wird gerade irgendwie komischerweise total dunkel. Keine Ahnung warum. Das war's? Nichts Storymäßiges oder so? Schade. Auf zur Lobby. Ich verzichte, mit denen zu kämpfen. Wir gehen auf jeden Fall nochmal kurz in unser Büro, stellen da noch ein paar Anzugsreparaturkits her, falls wir die noch brauchen, falls die Militärdinger weiterhin angreifen sollten, auch nachdem wir seine Neuromods entfernt haben, und dann geht's in die Neuromod-Abteilung und wir stellen den Typen erstmal ein wenig sicher. Gut, ansonsten die Verbindung zum Techniker werden wir ebenfalls kappen. Und ja, dann neigt sich das Spiel auch, glaube ich, echt langsam dem Ende zu. Okay, jetzt lass bitte in diesem Raum keinen dieser Pappnasen da sein. Ordentlich Psi auftanken. Hat das irgendeine... Ah, stimmt, das ist dieses... Das war diese eine Nebenmission, dieses Psycho... Psychowasser. Nenne ich einfach mal so. Da sind sie ja. Auf zum Fabrikator. Ja, das war dieses Psychowasser. Finde ich gut, dass wir die Mission gemacht haben. Hat sich anscheinend gelohnt. Wie ungewohnt auch alles am Anfang hier gewirkt hat, ne? Ich weiß, ich rede sehr, sehr gerne über die Anfänge, aber... Wie gesagt, ich finde so eine Entwicklung, die ein Spiel macht und die man als Spieler in dieser Welt macht, ich finde es mega interessant. So, bis auf, ich glaube, 12 oder so Materialien können wir alles hier abbauen. Ich glaube, ich habe sogar einmal die Dinger zu was anderem verwendet, aber dass die nochmal das Nützlichste werden würden, hätte ich echt nicht erwartet. Dr. De Vries verspricht sich eine schnelle und möglichst schmerzfreie Prozedur. Ich glaube, da waren wir schon mal drin. So, ich will auch jetzt ehrlich gesagt einfach nur noch zu Dio Equi. Da haben wir auch noch den nächsten Militäroperator. Er will uns den Rest von unserem Anzug weghauen. Lassen wir nicht zu. Auf geht's zur Neuromod-Abteilung. Es hat aber echt super lang gedauert, bis man wieder zum Anfangsgebiet zurückkam, ne? Also ich hab's ja am Anfang so ein bisschen thematisiert. Okay, man wird wieder zurückkommen. Mittendrin dachte ich irgendwann, Alter, ist die Station groß. Denke ich immer noch. Die ist ziemlich groß. Hat man auch gesehen. Also schon, ja... Wenn man draußen ist, da sieht man es. Es ist ziemlich, ziemlich krass, da hin und her zu schweben.
Und jetzt irgendwann kommt man dann doch wieder zurück. Also dann, als ich es nicht mehr wirklich ganz erwartet habe, aber ja, jetzt sind wir hier in der Neuromod-Abteilung, wo alles so ein bisschen begonnen hat. Da haben wir unsere erste Neuromod bekommen. Und jetzt müssen wir jemandem die Neuromods rausnehmen. Eieiei, das kann lustig werden. Aber mal ganz im Ernst, was ist das eigentlich für eine verkorkste Familie, wo der Vater oder der Opa oder wer auch immer William Yu ist, ich glaube der Vater ist es, es gab ja so viele Yus anscheinend, wo der Typ einfach... What the hell? Okay, wo ist Igwe? Waren wir schon mal in diesem Raum? Na, oh, jetzt nicht schon wieder. Weißt du, also der Albtraum allein schon. Ich finde ihn nervig. Das geht nicht. Ihr merkt, ich möchte den eigentlich nur noch aus dem Weg gehen. Ja, vor allem die Militäroperator. Was in aller Welt? Okay, es sieht so aus, als müssen wir da doch irgendwie durch. Wir können halt auch nicht hoch genug springen. Siehst du diesen fetten schwarzen Brummer hinter dir? Ich glaube, das ist das größte Problem, was wir hier gerade haben, Mann.
Egal wie viel wir Monster sein mögen, der ist, glaube ich, ein bisschen schlimmer. Fähigkeit verfügbar. Okay. Okay, gut. Hier kann man nirgends was trinken. Schade. Okay, jetzt bin ich gespannt drauf, was passiert. Dr. Yu, morgen. Ich hatte Angst, dass Sie es nicht schaffen. Das Subjekt Dahl wurde gesichert. Ich glaube, ich habe die richtige Neuromod isoliert. Wichtig ist, die Geschehnisse auf der Station möglichst unerwähnt zu lassen und uns auf die Situation zu konzentrieren. Dahl sollte eigentlich auf sein Feldtraining zurückgreifen und sich entsprechend verhalten. Er hat Befehle nie angezweifelt. Bereit, wenn Sie es sind. Nicht vergessen, wenn es funktioniert, sagen Sie nichts. Okay, der Lebensbalken hat sich verändert von der Farbe her. Nach dem Extrahieren sollte Dahls Erinnerung wieder auf das Anfangsdatum springen. Und er sollte diesen Auftrag vergessen. Wenn Sie sich Sorgen um das Genfer Protokoll machen, versichere ich Ihnen, dass ich nicht sage, wer die Prozedur durchgeführt hat. Also, ich bin auch in Gefahr. Hallo, Volontär. Ich bin Bianca. Falls Sie Zweifel haben, die Extraktion wirft uns nicht weiter zurück, als wir es ohnehin schon sind. Außer bei... Was? Wer sind Sie? Morgan? Ihr Vater hat nach Ihnen gefragt. Und nach Alex. Ich sollte mich wegen einer Bergung nach der Installation bei ihr melden. Wo bin ich? Warum bin ich fixiert? Commander Dahl, ich bin Dr. Igwe, leitender Arzt hier. Sie... Ich kenne Ihr Gesicht vom Namensverzeichnis. Alex Liebling. Der verrufene Parapsychologe. Commander Dahl, Sie haben eine Kopfverletzung erlitten bei einer Notsituation auf der Station. Wir müssen sofort evakuieren, aber wir konnten ohne Sie nicht weg. Können Sie ein Shuttle fliegen? Was? Ja, natürlich kann ich ein Shuttle... Moment, welche Notsituation? Bin ich auf Argus? Wo ist Casper? Wir haben keine Zeit für Erklärungen.
Wir müssen zum Shuttle-Dock und den Abflug vorbereiten. Transstar-Auftrag. Dr. Yu kann das bestätigen. Natürlich. Morgen. Sie sehen übel aus. Gut. Bringen wir Daddys Liebling weg von der Station. Sonst werde ich von Transstar noch getilgt. Ich muss Ihre Vitalwerte prüfen. Unser Pilot sollte nicht ohnmächtig werden. Mit mir ist alles in Ordnung. Wir treffen uns dort morgen. Okay, Leute. Ich bin so konzipiert, dass ich die meiste Zeit vorhersehen kann, was sie tun werden. Aber diese Sache mit Dahl, ich bin beeindruckt und überrascht, dass sie die restliche Besatzung von der Station schaffen konnten. Sie werden ihr Opfer zweifelsohne in Erinnerung behalten. Ja, Leute. Also, gehen Sie voraus, morgen. Wir kommen nach. Grundsätzlich ist das jetzt, glaube ich, ein anderer Weg, wie wir problemlos hier flüchten könnten. Also es schließt keinen anderen Weg aus, es ermöglicht nur einen anderen Weg, nämlich mit der gesamten Besatzung zu flüchten. Und ja, heute haben wir einiges geschafft. Beim nächsten Mal würde ich sagen, widmen wir uns dem Techniker. Ich werde euch dann wahrscheinlich direkt im Außenbereich schon zur neuen Folge begrüßen. Ja, und wenn ihr hier Spaß hattet, hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Prey. Bis es soweit ist, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut und wenn es euch gefallen hat, ja, hinterlasst eine Bewertung. Also ich würde mich sehr freuen. Bis demnächst. Macht's gut.